Los, los. Dann machen wir heute weiter. Ja, warten wir jetzt nur noch auf die Einladung von der Yvonne. Ja, würde ich sagen. Ich drehe hier noch falschen Knopf, läuft bei mir hier. Mitarbeit einstellen. Auf deine Kosatka, ne? Müsste doch richtig sein, ne? Ja, ich lade euch erstmal ein in den COO. Let's go. Wenn wir beide gleichzeitig reinkommen, ne? Naja. Fehlt nur noch Thomas. Wenn die Frau sagt, wie ihr beide gleichzeitig reinkommt. Ach, ich kann dir lesen, den einen Namen kriegst du verdammt nicht, dass hier auf der Map, ey. So, das ist die Einladung auf die Kosatka. Thomas, unser Erzfeind von gestern ist wieder da. Der den U-Boot versucht hat, der Typ. Muss ich wieder einen U-Boot rausholen? Ja. Nicht der, der mich danach dann total abgeschlachtet hat. Der Typ. Der hinter dein Kopfgeld her war. Ach, er ist wieder da. Jep, der ist hier auf der Map. So. Das ist hier euer heiliges U-Boot. Jep. Okay. Das ist das ganze U-Boot. Ja, runter. Die Maske. Ja, runter. Ey, die ist gut. Was? Wo runter? Hier runter, hier hinten durch. Na, bei Yvonne runter. Achso, hier, ja. Hier hinten kann man runtergehen, da ist auch eine Kantine und so alles. Was wie bei Bogdan. Ach, Bogdan kennt ihr ja nicht, oder? Na, hier unten. Was ist das für ein Fahrzeug hier, Alter? Sieht aus wie diese andere aus der Story, dieses Tauchding. Ist ja so ein Viersitzer-U-Boot. So, wann geht's los mit der ersten Mission? Ich warte ja, ihr seid ja gerade am U-Boot erschnüffeln. Ja, tut mir ja, leid, wir wollen das... Ich wollte gerade sagen, wollt ihr vielleicht noch weiter gucken oder soll ich schon eine Mission starten? Nö, ich starte ruhig. Ich gucke ja nur, weil du noch nicht gestartet hast. Wir gucken uns dann mal, wir können das ja mal dann irgendwann in Ruhe zeigen, wenn wir dann... ist das hier? Ja, können wir zwei U-Boote zeigen, wenn zwei zur Auswahl. Ja, gucken wir dann einfach. Kann ich mal vielleicht irgendwas machen hier auch mal? Der lässt mich nichts auswählen. Der Seite? Ach, von der Seite aus. Ich bin bereit. Okay. Dann müssen wir zum Flughafen, ne? Das heißt, das Ding ist erstmal verlassen und dann los, ne? Ja. Will jemand mitfliegen? Einer kann mitfliegen mit dem Hubschrauber. Na, ich bin jetzt schon rausgeklettert. Ich kletter auch gerade raus. Finde die Unterlagen über Madrazo, okay. Wir wollen. 20 Kilometer weg von der Küste. Wie sollen wir hier rauskommen? Du steigst jetzt ein. Es gibt Leitern. Wir hochklettern. Na Thomas, willst du mit? Ja, ich komme. Ich krieg aber an. Oh. Wollt ihr nicht einsteigen, oder was? Ihr ja, werdet sowieso gleich mit zum Flughafen gespawnt. Diesmal. War bei mir letztens auch. Ich bin mal schon gespannt, echt, ey. Ich sag's nur, auf was ich gespannt bin. Morgen? Ja? Ist das dein Ernst, ein knallrotes U-Boot? Also die Kollegen, die ich gestern getroffen habe, hatten auch ein knallrotes U-Boot. Das erinnert mich an das Lied. Ein knallrotes Gummiboot. Das ging ums Gummiboot. Noch das immer. Aber ich bin ein gutes Gummiboot. Ich war noch 34 Kopfschüsse, hast du gehört, wo was? Am Ende Copyright Strike, weil wir jetzt ein knallrotes Gummiboot gesehen haben. Ey!
Schön, wir besser einfach kurz weggeholt. Hoffentlich kriegst du den Hubschrauber auch gelandet. Vielleicht krieg ich dich auch gleich einfach tot. Vielleicht spring ich auch raus. Dann bist du jetzt so über der Straße, ja? Und tust du jedem mit einem Gefallen. Du bist lieb zu mir. Der Flieg wird nicht besser als der Helikopter als die anderen. Leute, das muss ich mir jedes Mal anhören. Eigentlich mit ihr in die Sachen gesorgt habe. Bei Autorennen und so. Jedes Mal muss ich mir was anhören. Tschüss. Achso, du bist schon mal im Auto, Markus? Ja. Sag das doch, ich wollte dich gerade beim Boot einsammeln. Warte, ich komm zu dir. Steig schon mal ein, ich setz mich dazu dann. Nur guck, ist doch perfekt schöner. Gelandet. Ich weiß gar nicht, nur was du hast. Perfekt schöner. Gelandet. Nur fliegen ist schöner. Wir warten am Flughafen auf euch, ne? Ich bin schon auf dem Weg. Bevor wir reinlaufen, Yvonne. Yvonne hat sich aber auch mal wieder einen der entferntesten Orte für ihr U-Boot ausgesucht. Das bohrt automatisch an einem bestimmten Punkt. Ist das nicht wie mit der Yacht, dass man das so wegfahren kann? Das U-Boot kannst du wohl selber fahren. Du kannst es selber fahren, du kannst auch schnell reisen machen. Da kommen sie doch schon alle angedaddelt. Thomas, wir müssen dringend hier einen Konkurrenz aufhalten. Wir müssen da einen Spieler rumschmeißen. Warum? Sicher? Du weißt genau, der hat einen Hass auf mich. Obwohl ich ihn als Auftragskiller aufgestellt habe. Das ist, wenn man die nicht bezahlt. Der hat ja sogar das Geld bekommen, ja danach, ja, hat er Geld bekommen, trotzdem war er angepisst. Der war angepisst wegen den Booten. Der war ein bisschen angepisst, weil du die Lobby verlassen hast. Mal sehen, ob er uns in Ruhe lässt, ne, oder hat? So. Hat eigentlich Kev jetzt Aufnahme laufen, oder nicht? Ja. Gut. Wie gesagt, das ist übrigens die letzte Folge des Jahres 2020. Nur so nebenbei. Aber der ist wieder abgekühlt. Zum Glück ist der eine nicht dabei, den ich seine U-Boot gestern versenkt. Gestern im Jahr 2020. Ja, danach getraut. Nur U-Boot. So, ich. Eile, ganz schnell, 2 Kilometer noch. Hey! Prügel rein! Sag mal, haben wir schon vorher getrunken oder warum treffen wir nicht? Das wäre super gewesen, wenn du die Thomas überfahren hättest. Ihr seid auf dem Flughafengelände, ne? Ja. Ja, wir müssen hin. Ja, ich bin gerade da. Ich muss jetzt wieder erstmal einen Weg reinfinden. Leck mich doch. Jetzt. Wie sie sich anhören, das Geräusch dazu. Training. Ja, gleichzeitig, Markus, genau.
Auf dem Boden mit dir. Genau. Ja, dann. Ich bin jetzt schon sehr wie das aussah, die wieder zusammengeklickt ja, ist. Ups. So, können wir jetzt mal ein bisschen. Da steht mein Jet, da habe ich ihn geparkt. Boah, sieht doch schrecklich an gerade. Ja, das ist, weil bei Thomas das über Lautsprecher läuft, glaube ich. Ja. Oh. Wir können nichts dafür. Besser. Ja. Ja, es geht. Warum ist eigentlich bei mir im Video Yvonnes Charakter zu sehen und nicht meiner? Was ja, das ist normal. Ist normal mittlerweile. Ihr seid Geister. Mit unsichtbaren Geister seid ihr. Ja. Yvonne, die super begeistert Fotos von dem Engländer macht. Oder eher sagen wir von den Briten, der kann ja auch aus Schottland oder so sein, keine Ahnung. Grandpa von der Pampa. Das ist eben der Nachteil da drin, dass man nicht die anderen Spieler drin sieht. Ihr seid schon irgendwo in dem Flugzeug, macht euch nichts drin. Und wenn ihr im Koffer in Gepäckraum seid. Ich habe übrigens gelesen, wenn man das hier gemacht hat, kann man auch ständig hin und her fliegen zu der Insel. Ja, in dem Partnerbereich aber nur dann rein. Ja. 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 Sorry, das war dann wieder gespoilert. Ja, das war ein bisschen gespoilert. Das sind halt so Dinge. Aber egal, also, kann man jetzt nicht erinnern. Ich finde, der alte Typ da, der alte Typ, den du Thomas so toll findest, denke ich, der sieht aus wie Jigsaw. Der mit der Mütze da. Ich finde, der sieht aus wie Dr. Dre. Yvonne? Ja? Dragon will in der Party eingeladen werden. Nee, da muss ich gedulden. Nein. Okay. Das könnt ihr gerne machen, wenn ihr dann für euch oder unter ja, euch da seid. Okay, dann ist okay. Fällt dir was auf? Ja, immer dann, wenn wir beschäftigt sind, ne? Ja, ich hab mein Telefon aus, Kevin. Okay, gut. Alter, das sieht pervers aus dem Lichtfenster. Ich hab schon Angst, Thomas. Ich auch sehe. Ich hab Angst. Ja. Ich aber erst. Mal sehen, wer von uns das interessanteste Outfit kriegt. Ja, sag ich. Das stand ja auf dem Weg zum Flughafen da, dass im Flugzeug bessere Kleidung oder andere Kleidung für dich bereit liegt. Yep. Mhm. Die erste, die ich bekommen habe, sah richtig bescheuert aus. Kannst du Thomas fragen? Oh my God. Ich will nicht aussteigen, ich will mich nicht ansehen. Ich auch nicht. Lass mich drin sitzen. Mit den Autos hatte das jetzt ein bisschen was von Welcome to the Jungle mit The Rock. Nein, ich sehe wenigstens einigermaßen normal aus. Das ist erträglich. Nicht diese kunterbunte Hose, die ich damals anhatte. Diesmal lässt du das T-Shirt drauf an. Ich schreib ihm mal kurz. Welcome to Paradise! Hm. Hauptsache der eine Typ heißt keine Musik.
So viel zum Thema. Ich hab. Boah, Leute. So viel zum Thema Musik hab ich aus. Ja. Mir bimmelt nur um 19 Uhr, aber das ist nur mein Wecker. Wir haben aber keine 19 Uhr. Jetzt sag ich euch nur schon mal voraus. Hast du den Dreck schon angeschrien? Ja, ich habe ihn gesehen. Oh, Leute. Boah. Könnt ihr mal bitte endlich mal das mit den Handys weglassen? Das ist. Vor allem der Tourmanager, der hält alles am Laufen. Oh, wie sieht ihr aus? Das will ich mich umrennen. Na geil. Ach du heilige Scheiße, schicke Rosa hast du da, Markus. Schöne Pink. Thomas mit pinken Oberteil, jupp. Ihr dürft da nicht mitfahren, tut mir leid. Ihr müsst euch ein anderes Auto mitnehmen. Da muss ich fahren. Leider. Okay, was nehmen wir denn? Zwei Leuten hier nehmen. Warte. Jetzt. Aber wir kommen hoch. Ich versuche extra langsam, damit der Jahr mitkommt. Wo ist Kev? Hinter, neben dir. Achso. Ich bin der mit der Hand auf deinem Knie. Ich sag doch manchmal, bist du die Frau. Sagst du. Ich hab dich nicht gesehen, weil ich in der Ego-Perspektive fahre. Ja, ja, sagt man da. Scheiß Egoist. Ich hasse diesen Ort jetzt schon. Wieso? Müsst ihr gleich sehen. Mehr sag ich nicht. Ich erinnere mich gerade so ein bisschen eher an Richtung Farquay oder so, ne? Ja, das ist eine schöne Gegend, aber ich sag dir eins, gleich bist du richtig abgefuckt. Das, keine Ahnung. Bin da. Man hört es. Ah, Alter Thomas. Schmeiß dein Handy aus dem Fenster. Hab ich doch rausgemacht. Das ist vor allem sehr, sehr unangenehm. Auch für die Zuschauer wird das sehr unangenehm sein. Nee, man versteht nicht immer schlechter, Thomas, und das Brummen wird immer lauter. Man versteht vor allen Dingen auch nicht mal die Gespräche, Zwischengespräche. Also die Cutscenes. Übrigens, da steht keine Musik drauf, Kev, weil das irgendwas mit dem Club zu tun hat. Ja, ich habe neue. Hab ich schon mitbekommen, ja. Sagte nur. Als wenn mein Outfit nicht sauber genug war, gerade, ne, mit dem Kleid, ne? Ja. Muss ich nicht jetzt in eine Hose zeigen mit T-Shirt? Ja, du brauchst erstmal das Fan-T-Shirt. Alter, der Typ im Hintergrund, blaues Hawaii-Hemd und Schnauzbart, ich glaub's ja wohl. Ich
Juan Strickler. El Rubio. My brother. Whose party is this? I don't know, but it's gonna be sick. A lot gets written about you on the internet. They talk about cocaine, turf wars, missing journalists. And you know what they never say? How big your heart is. Also, der muss erstmal alles ablesen. So from all of us, we thank you. Stop it, stop it. I said, oh, come on. I said, no speeches. Huh? You're embarrassing me. Huh? Thank you, my brother. Well, maybe more like my half-brother, eh? Hey, he's got a lot of hits from the 2000s, yeah? All right. Who's ready to fucking party? I give you China Music! Let's go fucking nuts! Ich höre euch gleich über den Fernseher, Peggy. Hoffentlich stehen wir da mit auf der Bühne, oder kann das sein? Nee. Ich tanze mal mit. Sehe ich euch überhaupt, oder? Ich weiß es nicht. Ja, du müsstest es doch gesehen. Ja, hi, Thomas, was hast du denn davon? Jetzt habt ihr diesen verschwommenen Bildschirm auch gerade so ein bisschen? Warte mal. Ich bin hier... Steht hier mit? Sieht man euch nicht, ne? Ach, ich kann doch rumlaufen. Ah, da seid ihr. Ich stehe jetzt hier. Wo bist du, Markus? Da! Wir stehen jetzt zu dritt. Ja, ich sehe es gerade. So, jetzt hier. Geh weg. Mittelfinger, yeah! Mittelfinger Dance, yeah! Mittelfinger Dance, yeah! Ich stehe auf wie so ein DJ, wenn ich ihn in die Klappe drehe. Was konnte ich da machen? Sonst du weißt gleich Bescheid, ne? Ich kann sogar mit euch tanzen, geil! Markus, du bist der Linke, ne? Ich bin der in dem gelben Hemd mit der rosa Boxershorts, Badeshorts. Und dem Strohhütchen auf dem Kopf, oder was? Nee, ich hab ne normale... Das ist ein Strohhut, das ist ein Strohhut, bin ich! Okay. Psst, ich muss mich jetzt rausschleichen. So. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Ach, warte, bis der Anführer die Schampel. Jetzt müssen wir uns an den Wachen vorbeischleichen, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ich muss mich jetzt vorbeischleichen. Erst die Wannen und dann wir. Dann müssen wir alle zusammen. Ich sehe nichts, ich habe Gebüsch im Gesicht. Also Yvonne, wenn du Busch schon im Gesicht hast, sollst du sehen, was wir machen. Ganz dringend. Wow, auf Anni. Nein. Komm mit. Alter, weg. Alles hier, alle vier Tourmanager hier. So, ich hoffe, ihr seid gut im Schleichen, ne? Klar. Ja, Kev vor allem. Wir haben keine Knarren. Kein Autos nehmen. Das hören die. Ja, klar. Einfach Cover. Also ich werde erst rausgeschmissen. Wieder. Kann man die nicht einfach töten? Nee, du hast keine Waffen. Ich hätte gerade Waffen, also, okay. Also die perfekte Übung für Wild sind das nächste Mal, Kev. Bleiben Sie unentdeckt! Ach, Markus vor der Wüste, das ist so schön. Wieso hat er mich jetzt erwischt? Ihr müsst auf den Dichter achten und die Kamera.
Ja, ich war aber unten am Strand hinter dem Felsen. Wie kann der mich mit seinem Sichtkegel durch den Felsen sehen? Da gibt's auch Wachtürme. Und die haben Radar oben. Sagen wir's mal so. Nee, ich gehe diesmal nicht durchs Wasser. Ich nicht. Ja, wir wollen dich nicht wieder verpackt haben, ne? Im Wasser, ne? Ja. Also nicht hier durchs Wasser, oder was? Nein, ich hab da letztens festgebackt. Und dann ging's nicht mehr weiter. Du musst ja wahrscheinlich dann hier rechts an dem Wasser vorbei und dann durch den Hintereingang, oder nicht? Ich wollte durchschwimmen. Ja, schon klar, was du wolltest. Ja, du sagst durchtauchen. Aber bin schon fast da. Na, Baby und ich sind jetzt auch schon über einen anderen Weg, Alter. Yes, yes, yes. Ich muss zu dem Anwesen von ihm schleichen. Schleichen vor allem, wenn man durch die Welle läuft. Entschuldigung, das muss sein. Fest. Baum wieder. Die Bäume man kann ja nicht mehr unter der Kamera durchschleichen. Das ist ja bescheuert. Die haben Scanfelder. Ja, aber normalerweise hat so eine Kamera ein gewisses Sichtfeld. Und wenn die halt gerade ausgerichtet ist, muss man drunter durchlaufen können. Ja, ist aber GTA-Taktik-Technik. Muss ich wieder von vorne anfangen hier mit dem Latsche. Finde den Funkturm. Ja gut, der ist ja nicht schwer zu sehen, oder? Ist das nicht das ganz Große da vorne? Ja, ich schon mal, ja. Das große Weiße da auf dem Berg? Ja. Schleiche dich zum Funkturm. Wendet dann mal die... Danke. Kurze Info. Wenn ihr über die Wallerei geht, seid ihr schneller. Müsst ihr nicht schleichen. Ja, klar. Wer ist denn bei mir schon in der Nähe? Ich. Das bin ich. Und ich bin auch in der Nähe. Und der Busch wird genommen. Ich
reiß hier mal die Dusche aus. Und dann George W. Ja, Vorsicht, wenn die hochklettert, dann wieder ein Düdi da. Wenn ihr kurz wartet, bin ich fast bei euch. Alter, ja, ernsthaft. Ich muss ja kurz ans Telefon. Achtung, Sicherheitsschwuchtel kommt. Ja, ja, der kommt schon auf den. Der kommt schon auf den Weg her. Jo. Hier sind wir drin. Ja, ja, da war das Tor. So bin ich wieder. Ich wurde entdeckt. Ich sag doch noch was auf den Spacko. Ich wurde entdeckt. Aber auch gut so. Okay, er hat das Spiel verlassen, der eine Typi, der wenigstens. Gott sei Dank. Weil er hat uns gerochen, Thomas, sag ich doch. Kannst du sagen, wie hoch? Geht der auch mal wieder weg oder bleibt er jetzt die ganze Zeit stehen? Jetzt geht er, okay. Ich geh schon mal hoch. Ich klettere hoch und guck dabei Baby auf den Arsch. Du bist in einer Warteschlange. Warum steht da, ich will in einer anderen Sitzung beitreten? Halt. Ich würde gerade sagen, das ist das Ding, ist das schon. Gute Hallo. Okay, fuck, weil ihr den Funkturm da ausschalten, ne? Links bitte. Dying Light. Kennt das jemand, Dying Light? Ne. Ich bin frei! Und fällst runter. Oh Gott, ja, wie über Farquay. Oh, Schlange! Und zack, war ich unten. Connection to sex successful. Also, schon erledigt. Na gut, das war jetzt nicht das Schwerste. Kommt noch einiges. Ja. Jetzt muss Yvonne sich mit den Sicherheitskameras verbinden. Mhm. Das mache ich ja gleich. Ich muss ja für die Leiter hoch. Eigentlich, nee. Der Typ kommt schon wieder hergelatscht, aber der sieht uns, glaube ich, hier oben nicht, ja? Nee. Hä? Jetzt bin ich verbunden. Oh. Ist das live? Live auf dem Anwesen. Live mit grauen Flickerbildschirm. Jetzt. Dann müsst. Ups. Lecker. Tiger kriegt. Der Panther kriegt Futter. Oh oh. Ich glaube, der stirbt jetzt. Das ist wirklich Farquay Panther am Nacken, ne? Ja, was blinkt hier?
So. Mm-hmm.